Moin! Moin! Ja, heute gibt es wieder eine neue Folge von Seelenpartner kochen glücklich. mit Annette und Lutz. Die achte Folge schon. Richtig. Wow! Und wir haben natürlich wieder was ganz, ganz, ganz Tolles für euch mitgebracht. Wir machen nämlich heute Gefüllte Teigtaschen, südamerikanische, nennen sich Empanadas. Und dazu gibt es eine Gewürzsoße zum Dippen, Chimichurri. Gibt es noch ein extra Video zu. Genau. Ganz leichte Gewürzsoße, passt zu Fischsteak, aber auch zu unseren Empanadas. Und die wäre nämlich heute vegan. Richtig. Unser Hauptakteur ist die Jackfruit. Vielleicht hast du davon schon mal gehört oder ihr schon mal gehört. Vielleicht habt ihr das schon ausprobiert. Wird auch als Seid Fleischersatz genommen, so Pulled Pork mit nachgebastelt. Aber hier hat es einen eigenständigen Geschmack in den Empanadas. Ja. ja, also es ist so ein bisschen schwer. Also man hat das Gefühl, als ob die mit Fleisch gefüllt ist, Ja, aber ist ja. sie letztendlich nicht. Und das finde ich immer mega cool. Gerade wenn das eben auch eine Frucht, ein Gemüse, ein Obst, was es auch immer ist, was einem vielleicht das Gefühl gibt, weil man da vielleicht normalerweise Bock drauf hätte, aber Richtig, irgendwie ja. sagt, nö, man möchte das mal vegan machen. Also mega, mega spannend. Finde ich auch. So, also, vielleicht kennt ihr das schon, vielleicht wollt ihr es schon immer mal machen, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit. Sehr gut. Es gibt jedes Jahr in Villa de Alvarez in Mexiko ein Fest, ein Empanada-Fest, ne, wo 1000 Stände sind, die gegenseitig sich Empanadas anbieten. Und da ist es Brauch, dass man sich an dem Tag einen Paten sucht, der einen den ganzen Tag frei hält. Und die Empanadas für ihn bezahlt. Ich habe meinen Und Paten. was haben wir uns dabei gedacht jetzt? Wir haben uns dabei gedacht, also ich meine, ganze Empanadas voran kann man Ja. natürlich auch machen. Das könnt ihr genauso machen, ne? Wenn Ja. ihr sagt, oh. Und dann würde ich auch mehrere Füllungen haben. So, was wir aber gesagt haben, ist, wir münzen das um, indem wir halt daraus Komplimente machen. Richtig. Das heißt, dass ich den ganzen Tag einfordern kann, Kompliment zu Bin ich dein bekommen. Pate? Du bist heute mein Pate und natürlich umgekehrt, ich deiner auch. So. Und das Spannende ist, ich meine, wer mag sie nicht, Komplimente? Richtig. Wer mag sie nicht? Und wir kriegen sie viel zu wenig, beziehungsweise geben auch viel zu wenig Komplimente. Warum eigentlich? Das ist doch so schön, jemandem ein Kompliment zu machen. Ich meine, du machst den anderen glücklich, das macht dich wieder glücklich. Beide strahlen, genauso umgekehrt. Man liebt es, Komplimente zu kriegen. Das ist leichter zu lästern, Ja, ne? Gesellschaft ist immer gerne so auf das ne? Negative. Und ich meine, man kennt ja auch, ne? Warum den Tag darf man erst vom Arm loben oder wie das Das Ding ist da so ein geht. Schwachsinn. Ja, also. Das ändern wir heute. Das ändern wir heute und jetzt geben wir uns mal die ganze Zeit Komplimente. Also nicht, dass ihr wundert, wenn wir gleich mal auf ein Kompliment. Schön, mit dir zu kommen. So, ihr Lieben, dann zeige ich euch jetzt, was ich mit der Jackfruit vorhabe, wie ihr das sozusagen vorbereitet für die Füllung. Ganz wichtig, wenn ihr die Jackfruit kauft, es gibt natürlich verschiedene Angebote. Wir haben uns für Elephants entschieden, gibt es beim Asiamarkt. Und wichtig ist dabei, die haben da zwei Sorten, einmal eine süßliche Variante und einmal eben eine neutrale. Bitte nehmt die neutrale, weil die süßliche schmeckt überhaupt nicht, wenn ihr ein salziges Gericht machen wollt, wie wir es ja heute machen wollen. Dann, guck mal, so sehen die aus. Das sind jetzt so kleinere Stücken, die jetzt in dieser Dose sind. Die habe ich jetzt natürlich abgegossen. Und jetzt fange ich an, guck mal, hier seht ihr auch schon diese Fasern. Ganz schön, die so ein bisschen dieses Faserige, was so ein bisschen an Fleisch eben auch erinnert, so an Hühnchenfleisch so ein bisschen. Und das fange ich jetzt an, auseinander zu zupfen. Und wenn ich das gemacht habe, kommt das in ein Wasserbad. Und da kommt noch ein wenig Natron rein, weil die etwas säuerlicher ist. Wenn ihr sagt, stört mich überhaupt nicht, ich finde das toll, wenn die säuerlicher ist, dann braucht ihr dieses jetzt gar nicht machen. Ich persönlich finde es angenehmer, wenn es nicht so säuerlich Schmeckt ist. besser. So, jetzt habe ich schon mal die Jackfruit klein geschnipselt und jetzt mache ich das Natronbad. Da habe ich, wie gesagt, etwas Natron, das ist so ein Viertel Teelöffel. Das macht ihr in kaltes Wasser. Ein bisschen schön verteilen. Und dann kommt da einfach die Jackfruit rein. Wie lange ungefähr? Das sind ungefähr 10 Minuten. Okay. 10 Minuten wirklich hier so richtig schön. Ich will ja den Rest auch noch mal reinnehmen. Nicht eine Nacht vorher oder sowas. Nein, nein, Oder? nein. Das ist Okay. also wirklich kurz. Das sind 10 Minuten, dass so ein bisschen das Natron die Säure rausziehen kann. Und Natron ist ja auch wirklich, nimmt man auch gerne zum Backen. Also Ja. alles gut. Das hört sich immer so fies an, Natron, aber. Ja, finde ich auch. Okay, und das lassen wir jetzt 10 Minuten ruhen. Kompliment! Schön, dass du mit mir kochst.
High five, Lutz. Vielen Dank. So, und weiter geht's mit der Füllung. Einmal ein bisschen Olivenöl. Muss gar nicht so viel sein, aber ein bisschen schon. Da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Der Paprika. Sieht das eigentlich mit Komplimenten aus hier? Oh, weißt du was, es ist ganz schön, dass du in meinem Leben bist. Echt? Ja. Das ist echt eine Bereicherung. Toll. Ja, ich war so lange Single und seit du in meinem Leben bist, bringt es so viel Spaß, Dinge auch zu teilen, miteinander zu machen. Das ist richtig toll. Vielen, vielen Dank dafür. Danke sehr. Ihr seht, das brutzelt jetzt schön hier. Sieht auch schon toll aus, ne? Also nicht braun werden lassen. Machst du jetzt Tomatenmark dazu? Gleich kommt Tomatenmark dazu, richtig. Ich mache jetzt vorher nochmal die Chili rein. Ach ja, die Chili, genau. Mal auch ein bisschen Schärfe da rein haben. Das ist ja nur eine rote Chili, aber die haben ja so einen Power, die Dinger. Das ist Wahnsinn. Die genauen Zutaten und so, das seht ihr ja bei uns auf der Webpage bzw. genau. In der Beschreibung, wie viel ihr wovon nehmen könnt. Jetzt kommt Tomatenmark, wir hatten ja gesagt 2 Esslöffel. Man das so und so immer Pi mal Daumen, aber das sind so 2 ungefähr. Also ungefähre Angaben. Rösten wir schön mit an. Ja, weil dann nimmt es die Bitterstoffe weg, ne? Richtig. So, nochmal zur Jackfruit. Die war ja in der Natronlauge sozusagen, 10 Minuten. Und danach natürlich schön abspülen, aber auch wenn ihr die Natronlauge nicht nehmt, sondern wenn ihr es aus der Dose nimmt. Also schön abspülen. Nicht, dass ihr das vergesst. Also wird auch nichts passieren, aber wird doch immer ein bisschen angenehmer. So, Knoblauch. Ich finde, ich darf auch immer nicht fehlen beim Essen. Also wir machen reichlich Knoblauch. Wenn ihr weniger machen möchtet, macht ihr weniger. Ne? Das sind jetzt bei der Menge halt 2 Zehen gewesen. Ne? So. Und jetzt packe ich auch schon die Jackfruit dazu. Schau mal, so sieht die jetzt aus. Erinnert so ein bisschen an Hähnchenfleisch, finde ich. Ja, ne? Von der Jackfruit könnt ihr wirklich alles verwenden, was da natürlich ist. Ja, das jetzt schön vermengen. Kompliment! Was? Was ich wirklich an dir liebe, ist, dass deine Freude ansteckend ist. Oh, deine Fröhlichkeit, das ist so. Wow, danke schön. Man kann die ganze Zeit nur grinsen, wenn man mit dir zusammen ist. Das ist Wahnsinn, ja. Schön, danke, nehme ich gerne an das Kompliment. Sehr gerne. So wie gesagt. Ist das immer so unter Rühren? Willst du weiterhin bei der Hitze bleiben oder ein bisschen runter? Ich oder? Würde gleich von der Hitze runtergehen. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen Sojasauce rein. Ja, ich lösche das jetzt nämlich ab mit der Sojasauce. Ja, cool. Ich gehe jetzt auch schon 500 Temperatur runter, dass es so schön weiterköchelt. Wie lange soll das so weiterköcheln? Bei niedriger Temperatur? So circa 10 Minuten. Ja. Machst du bei niedriger oder mittlerer Temperatur? Ja, kurz und dann, ja, mittel, würde ich sagen. Das ist schon noch ein bisschen hier. Muss man auch ein bisschen Geräusch gucken nach in der Gefühl, Pfanne. Ist, also was ihr für eine Pfanne habt und was ihr für einen Herd habt. Genau. Riecht auf jeden Fall schon hervorragend. Jetzt packe ich noch ein paar Gewürze dazu. Was hast du da? Das ist einmal der geräucherte Paprika, geräuchertes Paprikapulver. Dann Kreuzkümmel. Ach ja, das liebe ich ja auch so.
Ich finde auch Kreuzkümmel, genauso wie auch Brühe. Hast du Mexiko, ne? Ja, aber gibt auch immer nochmal so schön Tiefe. Ja. Und für die Scherbe noch so ein bisschen Cayennepfeffer. Feurig. Ja, das wollen wir. Riechst du den Kreuzkümmel? Oh ja. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Ja. Das sieht toll aus. So, ein bisschen köcheln lassen. Machst du jetzt noch mehr zu oder ist das jetzt 10 Minuten vor sich hin? Da kommen jetzt gleich nochmal die Tomaten mit rein. Mhm. Also währenddessen, ne? Währenddessen, genau. Ja. Sind jetzt ungefähr 3 Minuten um, die wir jetzt schon mit unterpacken. Dann haben wir noch so ein bisschen Agavendicksaft. Wenn man so einen ganz kleinen Milde reinkriegt, bekommt. Das sieht toll aus. Richtig schön saftig. Ja, ne? Wo wir es haben wollten. Wow. So, zum Ende hin ein bisschen Mais dazu. Mexiko. Und die Petersilie, so ein bisschen Farbe noch reinkriegen. Oh, guck mal, wie. Ah, das sieht so lecker aus. Die mexikanischen Farben hier, oder? Ja, wow. So sieht's aus. Na, ihr müsst so ein bisschen gucken, wie lange ihr das macht. Vielleicht sind es auch nur 8 Minuten bei euch. Ja, ihr müsst ein bisschen Nachgefühl machen. Zum Ende noch ein bisschen Salz nur, weil wir hatten ja schon die Sojasauce, die ist ja schon sehr salzig. Genau. Und ein bisschen schwarzen Pfeffer. Ja. Schmeckt ja so ab, wie es euch am besten schmeckt. So. Und fertig. Ist die Füllung. Ist die Füllung. So, und dann, wie geht's weiter? Ja, wir haben die tolle Füllung, die Lutz ja eben zubereitet hat. Wir haben den Blätterteig, weil wir machen unsere Empanadas aus Blätterteig. Ihr könnt den Teig natürlich auch selbst machen. Ist euch überlassen. Wir mögen das manchmal schnell. Es gibt auch zig Varianten. Ja. Ne? Mit Dinkelmehl, mit normalen Mehl, gekaufter Blätterteig, wie wir auf einfach gemacht heute. Ja, also da muss jeder für sich selbst entscheiden, was er da machen möchte. Dann wollen wir jetzt mal, wir brauchen eine runde Form, die wollen wir ausstechen. Wir haben jetzt hier diese Größe genommen. Ihr könnt auch eine andere Größe nehmen. Ihr könnt sie auch eckig machen, wie ihr die Form machen wollt. Das bleibt alles euch überlassen. Aber wenn ihr ungefähr diese Form, wie viel ist das? 10 cm? Ne, 8? Zwischen 8 und 10. Ja, also hier kriegen wir auf alle Fälle 8 Stück raus. Ne? Und nehmt ihr kleiner, habt ihr natürlich mehr. So, die steche ich jetzt mal aus. So, und ich nehme jetzt einfach diesen äußeren Teig ab. Kann man noch mal überlegen, was man damit noch Lustiges macht. Tja. Ja, man kann zum Beispiel auch mit Blätterteig, kann man ja auch so Stangen machen oder so kleine Sachen. Bisschen Käse rein. Bisschen Käse rein. Also, so, schaut mal, dann haben wir jetzt 8 Stück. Und die wollen wir jetzt mit unserer Füllung machen. Wie sieht das mit Komplimenten aus? Oh, Lutz. Weißt du, dass du ein hübscher Mann bist? Oh. Ja. So. Dann mache ich jetzt mal die Füllung. Ich mal ein bisschen näher ran. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, das reicht. Also ich mache dann noch ein bisschen hier den Rand nass, damit es besser zusammenklebt. So. Ja. So. So, ihr Lieben, so sieht's aus. Wir haben jetzt hier 8 leckere Empanadas, die darauf warten, in den Ofen zu gehen. Wir haben sie noch mit etwas Olivenöl bestrichen. Von der Menge her haben wir nochmal das gleiche übrig. Das heißt, ihr könnt also entweder nochmal 8 Empanadas machen oder ihr friert es ein, damit ihr die Füllung schon habt, wenn ihr das nächste Mal wieder Lust habt auf Empanadas. Super. Für wie lange in den Ofen, Lutz? 180 Grad, Ober-Unterhitze, 15 bis 20 Minuten. Ja, müsst ihr gucken. Ne? Weil jeder Ofen ist ja auch unterschiedlich. Genau. So, ihr Lieben,
Und da sind sie, lecker. Fertig, genau. Empanadas mit Chimichurri und so einem selbstgemachten Dip. Wie gesagt, in einem anderen Video. Blenden genau. Euch ein. Ich würde sagen, los. Ja, probieren, ne? Ja. Du darfst anfangen. Oder ich nehme auch eine. Riecht aber sehr gut. Ja, sieht toll aus. Kann man hier ein bisschen reintippen. Wow. Lecker. Ein bisschen saftig, ne? Richtig gut. Und ich finde auch mit dem Blätterteig mega spannend, dass es nochmal so fluffig ist, ne? Ja, genau. Ja, das haben wir so trocken sonst. Mega lecker. Guck mal hier. Los? Toll. Kompliment. Jo. Ich gebe dir eine Frage, Dings. Das war richtig schön mit dir heute. Ja. Ich schätze an dir, dass du ehrlich bist. High five. Ja, cool. So, ihr Lieben, wir wünschen euch natürlich ganz viel Freude dabei mit euren Komplimenten. Wenn du jetzt alleine bist und sagst, oh, mein Seelenpartner ist noch nicht da oder er kommt gerade nicht zur Podde, dann ruft eine Freundin an, macht dir selbst Komplimente. Selbst Komplimente machen, geht auch gut. Mach ich auch den ganzen Tag. Ja. Ist mega spannend. Und wenn du oder ihr eben ein Channeling haben wollt, ein Channeling-Coaching, eure Partnerschaft, eure erfüllte und glückliche Partnerschaft aufbauen oder eben ein Channeling, wo du sagst, oh, ich möchte gerne mal wissen, was ist denn da los mit ihm, ich brauche Klarheit oder mit ihr, mit meinem Seelenpartner, dann können wir das alles machen. Schau auf meiner Webpage vorbei an burmester.com. Es ist mega, mega, mega spannend, diese Session. Ich bringe so einen Spaß und bringe so einen Klarheit. Ja, ne? Also Lutz, I love you. Tschüss, schön, dass ihr da wart. Ciao, tschüss. Ciao.